So. Jetzt kann ich mal gucken, wie die Gewinne aussehen. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Ne, Info. Ja, das läuft ja alles ganz gut. Nicht nur ganz gut, läuft eigentlich sogar außerordentlich gut. Kann ich ja noch irgendwas zur Verschönerung eigentlich machen? Wenn wir mal hier hingehen. Ne, wo sind denn die ganzen lustigen? Ihr könnt gar nicht durstig sein, das geht eigentlich gar nicht. Ignorieren. Die F, die können nicht durstig sein, aber okay. Ich bin so nett und stelle hier jetzt noch sowas hier hin. Wenn das jetzt auch noch läuft, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber bitte, neben einem Hotdog-Stand 10 Meter weiter, neben einem Pizzastand 5 Meter weiter, neben dem... Versteht man die Welt nicht mehr, aber was soll das? Jetzt gehen natürlich erstmal alle Besucher hier hin und dann ist natürlich erstmal alles überfüllt, weil hier ein neues Insektenhaus steht. Die Tiger sind natürlich auch geil. Ich liebe Tiger. Oh, dieser ist ein Putziger. Der kriegt einen Namen. Wie nennen wir den? So, wie meine Katze. Oh, ich auch. Süß. Aber ich finde, dass der Park im Großen und Ganzen schon eigentlich echt geil ist, oder? Also hier haben wir den riesigen Afrika-Bereich. Also der wirklich sehr stimmig aussieht mit den ganzen Pflanzen und allem. Also wenn man hier reingehen würde als Besucher, man würde sich eigentlich wirklich in Afrika schwimmen. Die Gehegezäune sind alle bestmöglichst an Afrika angepasst. Das versuchen alles mit hier pflanzen, überall das einzubinden in die Afrika-Umgebung. Ich finde das eigentlich wirklich sehr gut gelungen. Und überall sind Emos-Kleingestelle. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Und hier überall noch Sachen wie hier und hinten auch Streichelzoo, Karussell. Da kann man auch noch eine riesige Rundreise hier machen. Und dann eben diese Panoramaweg hier lang gehen durch den Urwald hier. Hier an Wasserfällen vorbei und hier Insekten und Amphibienhaus dann direkt diese wunderschöne Feld an wunderschönen Tieren. Es ist nicht einfach geil. Ist echt schon geil, wie ich finde. Mir gefällt es sehr. Ich muss mal kurz gucken. Man macht noch alles Gewinn, macht alles Gewinn. Ich guck mal, wie viel Gewinn macht man, so 16.000. Okay, haben wir wieder eine Menge ausgegeben. Zu Auszeichnungen. Okay, da haben wir eine Menge. Alles, was das Herz begehrt. Ist das hier zur Beurteilung? Spenden. Gewinn. Ja, der ist recht hoch. Also, das läuft wirklich alles außerordentlich gut. Marketing wird natürlich jetzt auch monatlich stark erhöht. Dafür ist natürlich aber auch der Preis gestiegen auf $35 und 17,50 für Kinder. Aber guckt euch mal diese Tiervielfalt an und wie viel, also das lohnt sich eigentlich auch wirklich auch, finde ich. Es lohnt sich nicht nur, ist sondern auch sehr gerechtfertigt. Ich könnte für hier oben eigentlich nochmal einen Müllmann einstellen oder reicht das? Ah, wir haben so viele Leute, die sollen auch mal nach oben gehen hier. Tim, geh mal nach hier oben. Kannst dich auch mal ein bisschen sauber machen. Dann geht das schon. Leider kann man nicht ranzoomen, dann würde ich ja vielleicht mal als Besucher lang gehen. Aber wir können ja mal schon mal schauen, was kommt. Was bauen wir hier? Wollen wir erst. Oh, Schimpansen! Oh! Oh, die sind süß. Kleine, süße Schimpansen. Ach, Mantrille haben wir auch noch. Flachlandgorilla. Ich glaube, wir würden. Ich glaube, was ich machen werde und hier mit Orang-Utan, wir werden extra einen Bereich machen, nur mit Affen irgendwo, was weiß ich, vielleicht hier oder so.
Dann hier erstmal die weißen, die Tiger, dann hier ein schwarzer Panther, Nebelparder, vielleicht auch noch Komodowaran hier so neben, aber erstmal dann so Raubkatzen und Raubtiere und Jaguar, vielleicht hier so oder da. Hier haben wir ja überall noch Platz, hier können wir jetzt auch überall noch zu der Seite hier erweitern. Und dann kommt noch Tapir, Java-Nashorn, große Ameisen, wir müssen mal gucken. Dinosaurier erstmal nicht. Ja, das könnte dann Elefanten in die Nähe des Nashorns kommen, vielleicht auch Bongo Okapi, vielleicht eins von beiden, ich weiß nicht, ob wir beide machen. Da sind wir mit Regenwald so weit eigentlich auch schon durch. Da sind nicht so viele Tiere wie Savanne sind. Ah, Wölfe. Ich mag auch Wölfe. Wölfe sind cool. Spinosaurus. Wie groß ist der? Ach, das man sieht ja nur. Die sibirischen Tiger müssen wir auch auf jeden Fall bauen. Da werden wir auch auf jeden Fall die graue Wölfe, Braunbär aus so einem Bereich mit diesen Tieren machen. Das kann man vielleicht auch in der Nähe von diesen Felsen hier machen. Mit Pandan und Schneeleoparden, was es hier so gibt. Eis machen wir natürlich auch noch. Magnet, was ist ein Magnet? Eisbär, Magnet? Magnet, der Eisbär. Eisbär leben allein oder? Magnet, der Eisbär? Eisbär. Ist der Unterschied? Hä? Ach, das ist allgemein. Magnet, der Gewinner der Kampagne Raubtierschuhe, ist ein 13 Jahre alter männlicher Eisbär aus dem Zoo von Baltimore. Magnet ist ein Ankunft in Baltimore 1909 der Liebling von Besuchern aller Altersklassen gewesen. Zoo von Toledo 1988 geboren, hat Magnet seinen Namen bekommen. Als die Tierpfleger bemerkten, dass der kleine Bär niemals die Seite seiner Mutter verließ, er klebte wie ein Magnet an ihr. Magnet kann oft dabei beobachtet werden, wie er mit seinem Spielzeug spielt oder in der Sonne badet. Seine Lieblingsbeschäftigung ist jedoch das Schwimmen im Pool, wo er stundenlang im eiskalten Wasser taucht. Oh. Obwohl Magnet kalte Winter bevorzugt, hat er sich auch an wärmere Sommer gewöhnt. Eisbären besitzen eine 10 cm dicke Speckschicht zur Isolierung, die sie im Winter warm hält und im Sommer kühlt. Entgegen dem Anschein ist das Fell vom Magnet nicht weiß. Die einzelnen Haare sind in Wirklichkeit farblos, durchscheinend und innen hohl. Eisbären sehen weiß aus, weil die hohlen Haare das Sonnenlicht streuen und reflektieren. Unter dem Fell haben Eisbären eine schwarze Haut. Magnet frisst gerne Fleisch und Fisch, er wiegt ungefähr 364 Kilogramm. Eisbären wie Magnet müssen hart daran arbeiten, ihr Fell sauber zu halten. Nach der Fütterung machen sie sich sofort auf den Weg ins Wasser, um sich zu waschen. Sie pflegen sich außerdem durch Lecken ihrer Tatzen, ihrer Brust und ihrer Schnauze. Kennt man ja auch von Katzen. Boah, ist das ein langer Text. Also es ist einfach ein bestimmter Eisbär. Oh, Kaiserpinguine sind auch süß. Und Riesenschildkröte kommt auch noch. Und wir müssen ja auch noch auf jeden Fall Wassertiere machen. Können wir mal gucken. Weißer Hai kommt jeden Fall. Schwertwal auch. Atymlal auch. Walross, Seelefant, müssen wir mal gucken. Ah, Seelefant sind auch süß, besonders die kleinen. Oh, hier sind echt viele Wassertiere. Ich weiß nicht, ob wir alle machen. Haie machen wir auf jeden Fall. Sägefisch ist auch cool. Ein Rochen könnte auch ein Monterrochen. Kurzfristig ein Hammerhai, vielleicht auch ein Hammerhai. Kalifornische Seelöwen, Seelöwen auch. Das ist, glaube ich, auch mit Land hier. Feuerqualle, Riesentinten, ich weiß nicht, ob die so spannend sind, vielleicht lassen wir die weg, vielleicht auch ein Buckelwal, ja, wir müssen mal gucken. Okay, hier die roter Thunfisch, Thunfisch muss nicht unbedingt sein, Schweinswal muss vielleicht auch nicht unbedingt sein, und Rundschwanzseekuh auch nicht unbedingt, wenn wir dann Walross oder Seelefant haben, sieht ja alles etwas ähnlich, wir müssen ja nicht alle Tiere einbauen. Und dann haben wir den Großteil, so viele Gebiete gibt es gar nicht mehr, hier gibt es nur noch so ein bisschen gemäßigtes Klima, auch das teilt sich hier mit, dann hat man eigentlich alles so weit abgegrast. Und der Gewinn schießt schon wieder in die Höhe. Sind immer noch die Besuchermassen und ich würde sagen, das war's dann auch für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Zoo Tycoon mit mir, dem Andy aka Ferrari. Und wenn sich dann auch dieser Regenwald hier erweitern wird mit vielen neuen Affenarten und neuen Raubkatzenarten. Euch wird da eine wunderschöne Erweiterung erwarten. Also seid mit von der Partie und ich sag nur, haut rein und ciao. Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge Let's Play Zoo Tycoon mit mir, dem Andy, aka Ferrari. Und ja, es geht weiter mit dem Aufbau unseres wunderbaren Zoos. Wie wir hier unscheinbar erkennen können, ist immer noch der süße, putzige, kleine Tiger. Oh, da freuen sie sich. Das Geld fließt gut, wie es scheint. Die Besucher fließen auch in Massen hier zum Insektenhaus und zum Amphibienhaus.
Hier sind die Strauße, geht's denen gut? Nicht genügend Unterstände. Weiblich, männlich. Wird der verkauft? Wie wünscht sich ein Spielkameraden? Sind doch genug. Wie viele Strauße sind das denn? Hier ist noch einer. Ach, Herr Jemini, naja, egal. So, ich guck mir mal einen Überblick. Hier geht's denen auch gut. So, jetzt müsste alles wieder in Ordnung sein. Giraffen. Fanden. Allen geht's gut, hoffentlich. Löwen wieder en masse, muss man auch mal. Gott, das ist. Wo sind die Nilpferde? Müssen wir da wieder eins reißen, die gestorben? Hier ist auch alles soweit okay, wie ich das überblicken kann. Da sollte mal jemand reparieren. Wo haben wir? Ne, Mitarbeiter doch da. Bevor hier noch das Spitzmaulnashorn ausbricht. Hier strömen die Besuchermengen entlang. Aber Tiger sind auch einfach cool. Teilweise sind echt die Gehege überfüllt, da muss man mal ausmisten, aber darauf habe ich jetzt gerade im Moment keine Lust. Denn wir kümmern uns jetzt erstmal um den Ausbau dieser Anlage hier und schauen uns an, welches Tier wir hier beheimaten werden. Ich bin ja für einen schwarzen Panther. Ein schwarzer Panther ist cool. Der ist Einzelgänger, also sollte das Gehege hier eigentlich ausreichen. Pantschwarzer. So, dann verlegen wir es wieder in Normalversion und wir haben wir den Mitarbeiter. Ach, die Mitarbeiter sind hier, wer war das denn? Tiger Bengal, dann kümmert er sich auch um den Panther, jetzt kommt der hier rein. Wenn man einen weiblichen reinsetzt, findet er das dann schlimm? Ich weiß es nicht. Erstmal. So. Dann erstmal alles Regenwald pflastern. So. Pflanzen, Gras, Erde. Dann noch Erde. Pflanzen, Unterstände.